Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir es zum ersten Mal geschafft, alle Tierarten auf einem Planeten zu entdecken. Wir haben auch eine Absprungkapsel gefunden und uns einen weiteren Platz für unseren Exo-Anzug gekauft. Und wir sind auch durch ein schwarzes Loch gewarpt. Und jetzt ist ein ganzes Stück näher am Zentrum der Galaxie. In dieser Folge gucken wir uns nochmal ein abgestürztes Schiff an und hoffen, dass es besser ist als das, was wir jetzt haben. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. Der Planet sieht jetzt leider ein bisschen heiß aus. Gucken, ob wir... Oder ob das nur täuscht. Ich weiß nicht, ob das schon jemals getäuscht hat. Oder der ist einfach nur extrem giftig oder radioaktiv verseucht. Können wir mal bitte sie vernünftig bewegen? Und dann gucken wir mal. Jetzt dürfen wir das Rätsel nicht versäumen. Oh, mal gucken, ob es hier eigentlich auch so einen kleinen Signalturm gibt. Dass wir da landen können, sparen wir uns ein bisschen Plutonium. Bräuchten wir eigentlich nicht, weil wir haben genug. Mal ganz langsam. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Drück mal einfach landen. Guck, was er, ob er jetzt anvisiert hat. Oder ob es Zufall war. Doch, da ist einer. Das hat ja geklappt. So, ach so. Reaktiv? Sporadisch? Was ist denn reaktiv? Oder soll das radioaktiv heißen? Ist ein bisschen giftig und... bisschen radioaktiv, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, da ist ein Tier. Hoffentlich haben die da drin eine Handelsstation. Dann kann ich ein bisschen Zeug verkaufen. So. Ach, 12 Tiere gibt es hier, meine Herren. Das ist ein bisschen viel. Da sind schon die nächsten... Obwohl es jetzt nicht so anspruchsvoll ist, der Planet, muss man ja sagen. Da ist gleich nur ein abgestürztes Teil und da ist noch ein Wort. Nehmen wir mal auch noch mit, bevor wir reingehen. Genau. Wir scannen mal einmal, mal gucken, was hier so rumliegt. Zink ist da. Oh, das holen wir jetzt auch noch. Ich glaube, das hole ich mir als erstes, bevor die Markierung wieder weg ist. So, da. Oh, hier gibt's sogar Titan. Was uns gar nichts bringt. Das ist eine kleine Version bestimmt davon. Genau, 10 Spezies übrig. Achso, ja, na klar. Oh oh. So, hier. Auch noch entdecken. Und ich glaube, bei dem anderen Planeten haben wir noch gar nicht alles hochgeladen, was wir hätten hochladen können. Moment mal, das ist ein Tier, ne? Ja. Kennen wir nicht. Neue Entdeckung: 3 von 12. Wunderbar. Oh, da ist noch einer. Okay, wenn es so viele gibt, dann gehen die ersten paar immer recht leicht. Dann fehlen aber trotzdem wieder hinten raus die seltenen. Oh, da ist noch einer. Das ist jetzt eine neue Entdeckung. 8 Spezies übrig. Oh, was? Es ist gerade noch... radioaktiver geworden? Da war das die ganze Zeit schon so. Wir gehen mal hier ins Haus rein. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es diesmal hier mit Plutonium aussieht. Habe ich noch nicht gesehen. Hier gibt es auch Kryosonit anscheinend. Vielleicht ist ja hier im Haus jetzt der fortgeschrittene Minenlaser. Oder hier ist gar nichts. Was, Mann! Was wollen die denn immer mit diesen Häusern, die gar nichts bringen? Hier noch ein Haus? Ja, da. Da bestimmt. So, hier ist auf jeden Fall Technologie. Stimmt es? Rückstoß, Stabilisator, Täter. Ach, okay. Was beseitigt alle Primären durch Energie, Geschoss, Entladung, erzeugte Kinetikpulse? Wirkt minimale Richtungsänderung beim wiederholten Feuern auf anvisierte Lebensformen und Umgebungsstrukturen. Ja, okay. Schon das Beste, ist nicht mal teuer, aber... Nö. So viel Platz haben wir denn doch nicht. Ach, es gab Units. Das kaum was gebracht hat, naja. Da ist noch einer drin. Oh, hoffentlich haben die so ein Handelsding.
Und Hasse? Nee. Schade. Wir fragen ihn einfach mal trotzdem noch irgendwas. Vielleicht kennt er ja irgendwas. Mann, nein, ich habe keinen Platz für den. Ich habe Platz für gar nichts. Moment mal. Das könnte ich mit einem Schildsplitter aufladen. Jetzt habe ich wieder Platz. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber ich brauchte trotzdem mehr Platz. Vorwegskonvergenz, ja, aber nützt ja nichts. Ich habe eine elektronische Lebensform mit. Mitten bei der Arbeit unterbrochen. Forschende Maskenlichter blinken in meine Richtung. Ich scanne mich von Kopf bis Fuß. Gleichzeitig fliegen die Silikonfinger auf ihrem Datentablet die Bilder von Pflanzen und Kreaturen dieses Planeten, bevor sie Bilder hinzufügen. Okay, Kreatur. Ja, das mache ich mal hier. Ich habe zwar noch nicht alle, aber. Ja, er ist glücklich. Wunderbar. Kurzzeitenadapter. Ja, den hatte ich anscheinend schon. Hätte da ja gestanden, neue Entdeckung. Hätte mir auch einen besseren Minenlaser geben können. Hier was machen? Nee. Dann lösen wir jetzt das Rätsel. Finden hoffentlich was Gutes. Oh. Ist es minus 7? Minus. Oh. Minus 7 und dann sind es hier. Doch 6. Und der minus 5. Und jetzt minus 4 sind dann. 3. Nee, was? Doch 77, ne? 77? Ja, hat geklappt. Wunderbar. Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder auf der anderen Seite vom Planeten. Auch von den Vykinen ist dann das Schiff abgestürzt. Hoffentlich ist es ein riesengroßes, was wir uns denn einstecken. Wo nicht so viel kaputt ist. So, da sind wir jetzt fast da. Wir wurden fast von Piraten getötet, aber das Schild hat gehalten. Ja, jetzt gehen wir runter. Dann hoffen wir einfach mal, dass das so ein Riesen... Nee, das ist nicht groß. Schade. So, einmal scannen, mal gucken, was hier so ist. Kennen wir den schon? Ja, schade. Oh, den aber nicht. Da auch. Da ist einer, zack. Den kennen wir jetzt auch schon. Was ist denn, was wird denn da noch angezeigt? Eine Handelsbasis bestimmt? Ach nee, das ist das Schiff direkt, okay. Da ist noch Tamium. Okay. Oh, das Zink, das brauchen wir auf alle Fälle. Stecken wir im Feuer noch ein. Naja, der gehört ja wohl auch dazu. Aber die geben ja auch alle einzeln Geld. Nix mehr. Oh, da ist ein Riesenblock Plutonium. Zack. Oder ist es richtig? Ja, ne? Jawohl. Oh. Kennen wir leider auch schon. Brauchen wir noch? Oh, ja. Mann, jetzt ist schon wieder der Wächter hier. Geh weg. Ich will dir Plutonium klauen. Oh, das sind Vögel. Kennen wir die schon? Nee. Was? Jawohl. So. Die kannten wir noch nicht. Wunderbar. Zack. Stecke ich mir mal alles ein. Nehmen wir einfach alles mit. So. Wunderbar. Haben wir jetzt? Ja. So, und... Aber es ist... Naja... Es sieht zumindest größer aus. Die Frage jetzt, um wie viel? Und doch, das ist schon größer. So, mal gucken, was er jetzt hier sagt. Bett ist im tadellosen Zustand, bis auf einen kleinen Schaden beim Aufprall des Piloten auf das Bedienfeld entstanden ist. Die Datenbank. Die Datenbanken sehen jedoch so aus, als würden sie immer noch funktionieren. Um mich herum blinken immer wieder unregelmäßig Lichter. Ein paar Systeme funktionieren offensichtlich noch. Dazu gehört eine raffinierte Anordnung aus Sicherheitssensoren und Kamera. Okay. Auf die Datenbank. Technologie aus dem... Nee, ich will das... Ich will nicht die Schiffstechnologie haben. Datenbank. Ein Glück ist sie nützlich, ja. Toll. Granatenintensität. Na ja, dann machen die mehr Schaden. Aluminium, Eisen. Okay. Das ist jetzt nicht so schlecht. So, hier gibt es noch Schiffstechnologie. Strahlenaufprall Sigma. Rasenstrahler. So, das ist der normale. Oh.
was hier drin ist. Grundampf hatten wir noch in der Tasche. So. Ja, da kann ich das nicht mitnehmen. Hier. Nicht nichts entdecken. Ach man, ich gehe mal ins Schiff rein und lad mich wieder voll und dann gucken wir mal das Schiff an. So, mal gucken. Jetzt haben wir wieder genug, was hier jetzt drin ist. Hoffentlich ist da viel Platz drin. Dann können wir es auch reparieren. 16 Plätze. Und da ist schon alles voll mit Sachen. Ich vergleich's trotzdem mal mit unserem. Wir haben 15 Plätze und da sind es 16. Oder Hyperantrieb ist, glaube ich, ein bisschen besser. Kann es sein? Impulsantrieb hat er auch. Deflektorschild ist alles da. Das ist da. So, da ist ein Ablenkungsschild. Sigma. Und wir haben Tau. Nee, was war? Wir haben Tau, ja. Aber es ist auch nur ein mehr. Und hier. Wir haben sogar mehr. Warum denn? Ach, Tau ist. Ist Tau besser als Sigma vielleicht? Okay. Dann hat der Aufprallschaden Sigma für den Phasenstrahler. Den. Okay, Phasenkühlmittel Sigma. Okay. Aber das ist blöde, wenn wir sowieso schon keinen Platz haben, dass wir denn noch hier so viel drin haben. Fortgeschrittene Kühlung, beschleunigt das Feuern. Oh. Warp-Reaktor. Ah. Damit kann man denn mehr als ein System auf einmal springen. Und das können wir nicht reparieren, weil wir das Zeug überhaupt nicht haben. 16 Plätze, 15 Plätze. Nee, das ist. Naja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Schade, ich hätte mal also auf einen gehofft mit 20 Plätzen. Da könnten wir dann auch ein bisschen verkraften, wenn da ein bisschen. So, Schildsplitter. Ich lade mal unser Raumschiffschild voll damit. Genau. Jetzt nehme ich noch das hier mitnehmen. So, und dann können wir noch ein bisschen hier rumgucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste System. Der Planet ist jetzt hier nicht so toll, als dass ich hier jetzt noch alle erkunden wollen würde. So, ein neues System. Dreieckige, ich. Kann sein, dass das zu den Corvex gehört. Das steht ja bestimmt gleich da. Oh. 12-mal geworbt. Geworbt. So, gucken, was es hier für Planeten gibt. Da ist schon einer ganz. Oh, was toll ist. Scannen. Oh, Planetenbasis. Jetzt schon. Da ist sie drauf, okay. Wunderbare Basis. Ja, können wir den aber auch mal scannen? Ich will da wissen, was da drauf ist für ein Zeug. Was Tolles. Das Einzige, was an unserer Basis noch toll ist, ist, dass da ein Planet mit Spadonium in der Nähe ist. Dass wir uns denn holen können. Sobald wir die Handschuhe mal haben. Ja, ja, ja. Los, scannen. Spadonium. Oh ja. Also, falls. Falls wir jetzt ein. Ach Mann, nee. Obwohl ich auch mal gern wissen würde, was da passiert. Wenn man das schafft, ob die Schiffe einem denn dankbar sind oder was? Oder ob es dann nur Ruf gibt? Ja, also wenn der jetzt der andere Planet da besser ist als unser, wo unsere Basis ist, dann würden wir umziehen. Ansonsten nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Zeug kaufen, weil ich habe alles Oxid verbraucht. Und dann gehen wir auf den Planeten. So, von oben sieht der Planet ein bisschen komisch aus. Vielleicht giftig? Mit grünem Wasser? Ja, aber vielleicht täuscht das nur durch die Atmosphäre. Und er ist in Wirklichkeit mit Strand zum Relaxen? Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Gucken. Oh, das wär so schön, wenn wir mal einfach hier rumlaufen könnten. Wächter sind feindlich, ganz toll. Verstreute Fauna und feindliche Wächter. Ja, toll. Das hatten wir schon einmal. Das war nicht so gut. Minus 41. Oh, der Kälteanzug geht nicht an. Ist da was?
Da kam, glaube ich, auch gerade unten rechts die Warnung, dass die Wächter mich angreifen, sobald sie mich sehen. Oh, das Tamium, ne? Das nehmen wir mal mit. Da haben wir nämlich nicht mehr so viel von. Da kommt er schon, ne? Da kommt schon der Erste. Will mich gleich... Der will mich bestimmt angreifen. Hau bloß ab da. War das der Einzige? Ich glaube schon. Zack. Granatenintensität Sigma. Okay, das kannten wir schon. Ach nee, das ist kein Planet, wo man gerne sein möchte. Weiß ja nicht, wie viele Arten es hier gibt. 9. Ja, das ist ein bisschen viel, denn. Da kommt der Nächste schon wieder, ne? Aber er sieht mich nicht. Das ist gut. Scannen wir einmal. Mal gucken, ob was Tolles da ist. Da ist noch mehr Tamium. Sonst ist hier aber auch gar nichts. Das ist ja... Oh nein. Richtig blöder Planet. Ey, ich habe keine mehr. Okay. Nachladen, nachladen. Genau, so. Und jetzt baller den weg. Jawohl. Die werden ja wahrscheinlich eher nicht die Handschuhe dabei haben. Das Tamium nehmen wir aber noch mit. Aber sonst ist der Planet... Das war bei dem letzten auch schon, wo die Wächter da so blöd drauf waren. Da war das auch von der Temperatur okay. Jetzt kommt der Nächste. Und das war da auch so. Da war dann auch alles andauernd voller Wächter. Ah ja. Ich glaube, die schießen zum Glück nicht so viel. Petrinomodul. Ah, jetzt habe ich bestimmt einen Meilenstein gekriegt fürs Wächter kaputt machen. Deswegen kam die Meilensteinmusik. Jetzt kommt der Nächste. Will der mich auch töten? Hau ab. 20 Wächter zerstört. Rein hier, da sind wir vielleicht sicher. So. So, ja. Ich will ja gar nicht hier hin jetzt. Vorherige, ja. Hier wird es wahrscheinlich drin, wenn ich jetzt mit meiner Basis umziehe, aber das möchte ich ja gar nicht. Guck mal, trotzdem... Ach, was bauen kann ich hier gar nicht. Ich kann nur anscheinend nur auf Planeten auch was bauen, wo ich eine Basis besitze. Ah. Aber das macht Sinn, denn? Okay. Ja, war ja denn mal wieder ein toller Reinfall. Aber wir nehmen mal noch ein bisschen Heridium, glaube ich, mit. Ja, da sind wir nämlich noch nicht ganz voll. Denn gehen wir mal auf Nachbarplaneten. Vielleicht gibt es ja da was. Oh! Oh! Das muss ich noch mal kurz zeigen hier, wie das aus der Ferne ausgesehen hat. Aus der Ferne. Da liegen Gravitinobälle einfach auf dem Boden. So sehen die aus. Die liegen hier einfach rum. Ja. Nein. Okay, die... Also ich wollte ja sowieso das Heridium rüberschieben. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel genommen. Das ist ja verrückt. Jetzt liegen einfach diese Bälle hier rum. Jetzt muss ich... Was? Als ob! Die haben mich reingelegt, die Schweine. Nachladen, nachladen, nachladen. Warte mal, ich gebe dir mal eine Granate. Oder auch nicht. Mist. Ich will nicht sterben, aber ich habe eigentlich genug... anderes Zeug dabei. Um mein Schild auch eventuell wieder vollzuladen, falls sie es schaffen sollten. Oh, 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 Schild deaktiviert. Nee, was? Was für ein Schild, Mann? Ich bin aus Versehen ins... Warum komme ich in mein Schild nicht rein? Nein! Nein! Wo ist mein Schild? Ich habe mein Schild nicht gesehen. Da muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Jetzt ist alles wieder weg. Nein! Was für ein trauriges Ende für die Folge. Aber machen wir trotzdem hier Schluss. In der nächsten Folge warpen wir dann weiter und treffen nochmal auf die Anomalie. Also dann bis zum nächsten Mal in No Man's Sky.